Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin nach einer etwas längeren Pause, weil wir Let's Play Pokémon Blood Grün Together aktuell machen. Aber jetzt geht's mal mit Platin weiter. Im letzten Part haben wir, wenn ich mich nicht irre, den ersten Orden gewonnen. Und ja, heute ist sogar ein Gast dabei. Jo, Jeremy, das ist mein Name. Ja, wenn ich mich nicht irre, solltet ihr ihn im letzten Unboxing gesehen haben. Es sei denn, ich lade dieses Video hier vorher hoch. Dann seht ihr ihn im nächsten Video. Also kurze Info, es wird demnächst vielleicht ein Unboxing geben. Es sei denn, ich habe es schon hochgeladen. Genau. So, dann können wir doch mal Jeremy einfach mal unser Team erklären. Wir haben 4 Pokémon. Hm? Wir haben ein... Kennst du dich mit den Rufen aus? Es geht. Ja, okay, also wir haben ein Plibrin, dann hören wir jetzt gut zu, was das nächste Pokémon sein könnte. Staralili. Richtig, auf Level 11. Shinox. Richtig, auf Level 12 und... Abra. Richtig. Das Wo hast du denn ein Abra her? Das habe ich im letzten Part mit Hillary in dem Haus, in diesem Hochhaus hinterm Pokémon Center getauscht. Und es heißt Zala. Aber ob ich es im Team behalten werde, das steht noch in den Sternen. Ich würde es machen. Ich meine schon, Kadabra. Ja, wenn es sich entwickelt, ist es definitiv ein brauchbares Pokémon. Ah, da kommt mein Rivale. Er rennt wie immer in uns rein. Hups! Hey Luca, du hast den Orden bekommen, was? Evignor ist der nächste Ort, der eine Arena hat, habe ich recht? Ich bin zur Route 207 gegangen. Das heißt, nicht wirklich gegangen, ohne ein Fahrrad kommst du da gar nicht hin. Aber dort habe ich zusammen mit meinem Team viele Kämpfe ausgetragen. So sind wir stärker geworden, hat sich gelohnt. Nun, ich gehe zurück nach Jubelstadt. Als nächstes steht der Orden von Evignor auf meiner Liste. In 10 Sekunden sprinte ich los. 9. Bach, wer hat schon Zeit zu zählen? Boah. Oh mein Gott. Ja, wir immer rein reinrennen. Naja. Ja. So. Ja. Ich hab noch einen Rotom und dann das ins Team hoch. Ja, Rotom, ich weiß nicht. Habe ich gegen dich gekämpft? Ja, habe ich. Ich habe schon ungefähr. Also, ein Pokémon weiß ich schon. Oh, gegen den habe ich noch gar nicht gekämpft. Also, ein Pokémon weiß ich schon, was ich ins Team nehmen kann. Ich sag nur so viel. Es ist eine Weiterentwicklung von Evoli. Nice. Damit hätten wir denn schon, wenn ich Abra behalte, 5 Pokémon, also ein Platz wäre noch frei. Ich weiß nicht, was könntest du so empfehlen? Ja, Diamant per Platin zeigen. Ich habe damals immer ein Shinox trainiert, bis ich gemerkt habe, wie scheiße das ist. Warum Shinox? Ich habe auch ein Shinox im Team. Shinox ist doch gut, wenn es irgendwann zieht. Ja, ich weiß, damals, als ich das erste Mal so Platin gespielt habe, das war Weihnachten, ja, fand ich die Shinox nice. Ich habe es die ganze Zeit trainiert. Aber es war das einzige Pokémon, das ich trainiert hatte zu dem Zeitpunkt. Es war irgendwo noch Level 100 und dann habe ich bemerkt, dass es in der Top 4 so was wie Theresa gibt. Ja. Einfach scheiße. Ja, deswegen, eigentlich ist es gut, wenn man dann ein bunt gemixtes Team hat. Also für, wie heißt er jetzt nochmal? Der erste der Top 4, Hebaro, ne? Hebaro? Ja, genau, das ist der Mini-Käfer, genau. Genau, da ist es gut. Ein Feuer-Pokémon bräuchte ich am besten. Denn ich Feuer, Wasser und kein Pflanze. Elektro. Ja, aber Feuer wäre doch eigentlich... Was gibt's? Es sei denn, du machst dieses Evoli zu einer Folipuma. Das gab's damals noch gar nicht. Natürlich. Ah, doch, ja. Nee, ich hab... Ist das nochmal was in der 5. Generation dazugekommen ist? Ja, ich hab eben an das gedacht. Wie heißt denn das nochmal? Ich hab's vergessen. Oh, hier haben wir... Fee, ne? Ja, hier haben wir Libelle oder wie er im Anime heißt, Mr. Luca. Wie bizarr. Dabei gibt es im Keller des Pokémon Centers doch ein... was? Du hast gar kein Freundschaftsbuch oder so? Habe ich, glaube ich, übersprungen. Wie bizarr. Dabei gibt es im Keller des Pokémon Centers doch eins umsonst. Es gibt in diesem Jubelstadt hier offenbar keine dunklen Gestalten. Meine Nachforschungen werden sich nun auf andere Orte bringen. Aber liebes, befreundetes Wesen, halte die Augen offen. Komische Suspekte können jederzeit auftauchen. Man muss gewappnet sein. Warte mal, gab es diesen Level nicht auch in Höhen schon? Nein. Den gab es erst ab Platin und danach kam er in jedem Spiel denn vor. Er kommt auch jetzt in Omega Rubin und Alpha Saphir vor und da hat er sein Gedächtnis verloren. Ach ja, da, ja, so, ja. Deswegen kam ich durcheinander. Ja, und hier haben wir Team Galaktik und Professor Eibe und Lucia. Was muss ich da an Professor Eibe? Ihnen bleibt keine Wahl. Jetzt rücken sie schon ihre Forschungsergebnisse raus. Für Lau, versteht sich. Für ihre Was für Vielfalt müssten sonst leider diese Personen hier
Ich kann nicht lesen. Und das will doch keiner, oder? Ah, Luca, wie schön dich zu sehen. Wie geht's dem Pokédex? Als wenn er nichts Besseres gerade zu tun hat, ne? Oh, was sehe ich denn da? Du hast den Orden von Erzlingen. Aber hatte ich dir dein erstes Pokémon nicht gerade erst gegeben? Nee, schon vor ein paar Monaten, aber egal. Das Leben als Trainer scheint wie für dich gemacht. Professor, alle Pokémon machen sie es uns nicht noch schwerer. Es geht hier ums Geschäft, verstehen Sie das? Unsere Arbeit, sonst nichts. Was ich damit sagen will, gehen Sie unsere Forderungen ein. Ruhe alle miteinander. Wieso muss ich mich nur mit euch abgeben? Zunächst solltet ihr euch mal einige Lektionen für eure Zukunft aneignen. Erstens, man lungert nicht einfach so an öffentlichen Plätzen herum. Zweitens, unterbrecht andere nicht mitten im Gespräch. Drittens, wenn etwas nicht nach Plan läuft, wird man sich nicht gleich frech. Viertens, nur weil ihr in einer Gruppe seid, seid ihr nicht die Stärkeren. Und fünftens, was habt ihr da nur für absurde Anzüge an? Voll geschmacklos, yo. Herrje, und sowas nennt sich Erwachsene. Kinder, wachst bloß nicht zu solchen peinlichen Exemplaren heran. Ihhh, natürlich mussten sie unter die Gürtellinie gehen. Jetzt wurde aus einer geschäftlichen Angelegenheit eine persönliche. Wir fühlen uns gezwungen, unsere Kompetenz unter Beweis zu stellen. Sie werden es noch bereuen, Team Galaktik beleidigt zu haben. Kinder, bringt diesen Achlingen etwas Anstand bei. Luca, lass uns kämpfen! Ja, Team Galaktik, die Rüpel sind ja nicht gerade wirklich. Ich musste mir gerade vorstellen, wie es so wäre, wenn man diese Situation ja hat, wenn man zurückgeht, ne, so wie du ja gerade, nach dem Orden. Vorher hättest du ja nicht zurückgehen können, dass Professor Eibe da steht. Ja. Ich stell mir vor, das würde so gehen. Was, du behandelst deine Pokémon, wie scheiße die haben, du hast noch keinen einzigen Orden, wie schrecklicher Trainer bist du denn? Also vorher kann man da ja lang gehen, da ist er ja. Ich weiß, dann ist er dann ja plötzlich nicht, der muss sich ja erst hinskippen. Ja, der ist dann erst plötzlich auf einmal da. Sag mal, er macht durch Wände gehen, Cheat, der bleibt ja dafür immer. So, ich hab keinen Bock auf sie, ich geh mal einfach an sie vorbei. Jedenfalls, ja, Feuer-Pokémon, was gab's denn? Ich meine, es gibt... Ja, in dieser Edition habe ich es immer gehasst. Da gab es so gut wie gar nichts. Da hat er richtig aufgeregt. Ich meine, ich weiß gar nicht, Fukano kann ich nicht erst im nationalen Pokédex kriegen, oder? Ich weiß es gar nicht, im Platin. Ich glaube ja, ne? Also ich weiß, ich kann Magby kriegen. Aber ich wäre auch interessiert... Stimmt, der Magbrand war einer der wenigen Feuer-Pokémon, die es in dieser Edition gab. Richtig behindert. Ich meine, ich wäre auch interessiert an Skaraborn. Ich wollte schon immer mal einen Skaraborn im Team haben. Ja. Aber dafür müsste ich erstmal den Honigbaum und dann hoffen, dass es irgendwann auftaucht. Und Pamflam wird hier gerade getötet. Tschüss, Pamflam. Lucia kann nicht kämpfen. Ja, was gäbe es denn noch? Hundustor kann man, glaube ich, auch erst mit dem nationalen Pokédex fangen. Mhm. Ja, so. Vulpix vielleicht. Vulpix gibt es eigentlich auch erstmal mit dem nationalen Pokédex. Wie heißt es? Währenddessen beschließen wir sie. Wie ist dieser Wahnsinn möglich? Wir beiden unterliegen. Bla bla bla. Redet nicht so viel Scheiße. Ich will noch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt fast 10 Minuten mit euch beiden hier verplempert. Macht mal ein bisschen schneller. Ja, tschüss, haut ab, danke. So eine Bande, Team Galaktik haben sie sich genannt, richtig? Wenn Pokémon sich entwickeln, wird eine bestimmte Energie freigesetzt. Ich denke aber, diese mysterische Kraft liegt weit außerhalb unserer Kontrolle. Team Galaktik interessiert sich für das Potenzial des jener Kraft innewohnt. Bla bla, ja, Professor Heimer, reden Sie nicht wohl. Finde ich immer scheiße, ne? Wenn die dann irgendwas labern, laden sie erstmal 8 Jahre. Ja, das riecht richtig auf, manchmal. Ja, wie du damals, weiß nicht, was ist du zuerst? Diamant, Perl, Platin? Ich hab Platin als allererstes. Okay. Diamant oder Perl hatte ich irgendwie nie gespielt, keine Ahnung. Wie du damals, Zyrus das erste Mal begegnet bist. Alter. Dem ist man ja im Mondberg begegnet. Da wusste man ja irgendwie noch nicht, dass er böse Mondberg? Ist. Oder ja, im Mondberg. Kraterberg. Wollte ich sagen, Mondberg, der ist ja wohl ein paar Generationen zurück. Ja, was will der Fettsack jetzt von mir? Oh, das war klasse, wirklich sehr gut, excellent. Oh, entschuldige, ich bin ein Jubelstadt-TV. Ich habe hier etwas für dich, eine Belohnung dafür, dass wir diesen Wahnsinnskampf ansehen durften. Modekoffer, dankeschön. Was ich sagen wollte, hast du damals gewusst, dass du, also hast du irgendwie geahnt, dass Cyrus böse ist? Ja,
Weil er ja irgendwie Team Galaktik-Boss war. Ja, aber das wusste... Der hat mir ja immer Zweifel so gemacht. Ja, aber man hat es ja irgendwie nicht geahnt am Anfang, dass er es ist. Vielleicht hat man es geahnt, aber... Ich hab's geahnt, ehrlich gesagt. Soll ich sagen, warum? Warum? Wenn man sich bei Platin die Rückseite anguckt und dann irgendwie so ein seltsamer Mensch vor Giratina so komisch aufsteht, so... Na stimmt, das ist irgendwie war es ein Spoiler. Einmal war das eine, und das andere ist, so wie der angezogen war und so. Da kann mich schon irgendwie zweifeln, keine Ahnung. Stimmt, stimmt. In der Serie, da hab ich's nie gedacht. Geglaubt, ne, wenn ich das zuerst gesehen hätte. Ja, weil er da ja... Aber man hat es manchmal ein bisschen gemerkt, wie er zum Beispiel in der Serie so genickt hat, damit Sotorn Team Rocket aus dem Museum rauslässt. Ja. Hatten wir damals gesehen, weißt du noch? Ja. Und, oh, ich muss noch irgendein Pokémon zu Trimmerer beibringen. Ich hoffe, ich habe ein Pokémon, das das lernen kann. Boah, hoffentlich. Ja, mal gucken. Ich hatte immer so ein Macholo-Team dafür. Fuck, nur Plipprim kann es lernen. Scheiße. Wir brauchen einen Bidiza. Was für Drecksäcke, ey. Können wir das immer lernen, ey. Wir brauchen einen Bidiza. Bidiza kann diesen Scheiß lernen. Ja, das war früher immer mein... Oh, da ist auch eins. Es war früher immer mein Vollensklave. Stimmt, wenn es zu Bidifas wird. Ja, ich erinnere mich so langsam an mein altes Team wieder. Da hätte ich mein Bidiza zu dem Bidifas entwickeln und konnte Surfer beibringen. Ja. Das ist sehr praktisch, fand ich, ehrlich gesagt. So, jetzt ich hoffe, ich habe Pokebälle, wenn ich... Hey, das gab's in keiner Edition. Du fängst dir in hohem Gras einer der ersten Pokémon, die sich zu einem normalen Wasser entwickeln oder so. Weißt du, was mal mein Cousin hatte? Hä? Wir haben damals, wie Pokémon Schwarz und Weiß rauskam, ne? Haben es auf Japanisch gespielt, ne? Er hat gerade sein Starter-Pokémon, hat gerade Pokebälle erhalten, geht ins hohe Gras. Sein allererstes wildes Pokémon war ein Shiny Yorkleff. What the hell? So viel Glück muss man mal haben, ne? Er fängt es! Willst du dein Pokémon ein Spiel stehen geblieben? No. Was glaubst du, wie das war? Oh, apropos Cousin. Hi Sven, ich grüß dich. Willst du irgendwen grüßen? Nur nicht wirklich. So, wo ist hier die Chef? Ja, aber ich hatte damals auch so ein Glück gehabt. Na, was ist Glück? Ich habe lange mehr oder weniger es rausprovoziert, dass er niemand Shiny kommt, weil ich immer in derselben Höhle trainieren war. Ja. Und zwar war das bei Feuerrot. Da war ich mit meinem damaligen Team, was ich eigentlich immer noch habe. Ja. Also mein jetzigen Team auch. Ja. In meinen Meister-Dungeon reingegangen, bin dort hin und her gegangen. Irgendwann tauchte es auf. Golbat, den Shiny, ich hab's ihm sofort gefunden. Ah ja, das hast du mir mal gezeigt, ne? Ja, so braunes, so ein kackbraunes Vieh. Ich denke erst mal, will mich das Spiel jetzt verarschen? War das nicht dunkelgrün? Ne, so richtig kackbraun. Oh, okay. Aber mein erstes Shiny war, damals wusste ich noch gar nicht, dass es Shinies gab, ne? Ich surf so auf dem Weg zur Pokémon-Liga in Diamant. Auf einmal taucht ein wildes Tentox auf, ne? Ich frag mich so, warum zur Hölle ist dieses Ding grün, ey? Ich habe keine Ahnung gehabt, nee, auf jeden Fall, ich wollte es haben. Ne? Mit meinem letzten Pokéball habe ich es gefangen. Geil. Weil mein Meisterball wollte ich nicht verplempern. Und, ja, ich habe dann am nächsten Tag erstmal meinen Bruder gefragt, Alter, wieso ist das denn grün, ne? Er wusste es nicht. Und mein Bruder war eigentlich der alles wusste. Welcher? André. Ja. Weil der mag auch Pokémon. Und irgendwann habe ich dann herausgefunden, ja, dass es sowas wie Shinies gibt. Ich weiß gar nicht, wer war ich damals? Oh, ich habe keine Ahnung. Perfekt, sie setzen Knospi ein, ich hab Staralili vorne. Perfekt. Das ist so mies, wenn man so eine Vorahnung hat. Stirb. Oh, das ist tot. Jo, also Feuer-Pokémon, was gab's denn? Ich meine, ich könnte auch einen Flamara nehmen. Gibt's eigentlich ein Hühner-Pokémon? Ein Hühner-Pokémon? Ja. Gibt's irgendwann sechste Generation, wenn den Leuten mal wieder nichts einfällt. Es gibt die sechste Hähnchen. Schon. Ja, dann in der siebten, oh, ich bin zu verplempert. In der siebten Generation erfinden sie den, so ein Hähnchen irgendwie. Zutrauen würde ich sehen, ich meine, es gibt auch einen Müll-Pokémon. Eben, den Müllsack. Aber ich glaube, das gibt einen. Als ich das damals in der Serie gesehen habe, ich dachte immer, was ist das für ein ekelhaftes Vieh? Also Rabigator und so, die fand ich ja ganz nice. Ja, Rabigator, ja, ne, aber... Dieses Ding, das ist genauso wie, warum gibt es einen 0-Euro-Schein? Ja, müssen wir euch erzählen, ey. Wir, ja. Ich kann ja nachher mal so ein Bild einschneiden, ne? Was? Wir haben so einen 0-Euro-Schein. Ja. Und wenn ihr jetzt denkt, was erzählst du für eine Scheiße? Ist wirklich so. Wir haben einen 0-Euro-Schein. Ja, hatten wir uns tatsächlich auftreiben können. Ja. Also,
Also ich kannte so ein Euro-Stück so aus der hier Commerzbank-Werbung, aber so aussah wie ein 2 Euro, nur dass da halt eine 0 drauf war. Aber der, tatsächlich, diesen Schein gab es tatsächlich. Ich wollte den Scheiß erst auch nicht glauben. Ja, und wo der Sinn dahinter ist, ist mir nicht klar. 0-Euro-Schein, ja, was kann ich mir damit kaufen? Gar nichts. Oh, okay, wir kämpfen jetzt gegen die Zwillinge und sie setzen ein Pachirisu und Pachirisu. Yeah. Pachirisu ist einer der wenigen Pokémon, die ich nie mochte. Ich mag es, aber was das ich... Das war für mich immer so eine Art Verarschung von Pikachu. Pachirisu? Ja, auch so mit gelbe Backen und so, auch Elektro von Typ her. Ja. Denn eher so weiblicher gerichtet, so keine Ahnung. Ja, also was ich als Pikachu-Verarsche ansehe, ist Dedenne. Was für ein Ding? Dedenne, 6. Generation, google so mal. Mach ich nicht. Kannst du ja mal googeln, das sieht richtig aus wie... Sieht richtig aus wie eine Pikachu-Verarsche. Googlest du es gerade? Ich versuch's gleich. Also das sieht richtig aus wie eine Pikachu-Verarsche. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, mögt ihr Dedenne? Also, ich finde, das sieht eher richtig wie eine Pikachu-Verarsche aus, also... Dedenne, hab ich nie gehört. D-E-D... Da haben wir ja noch den anderen YouTube-Kanal offen. Hier, Teufel. Ja, das war eine Creepypasta. Wenn ihr es hören konntet. Ja. Alter, wir nehmen jetzt schon gleich 17 Minuten auf und haben bis jetzt nur Scheiße geredet. Ach, yeah! Kann ich nicht sagen. So, ja, erzähl doch mal irgendwas. So eine große Zinge. Ich suche jetzt erstmal dieses Ding. Nenn mal deine 5 Lieblings-Pokémon. Mein Team halt. Und du hast ein Team? Onix. Auf jeden Fall. Was sich denn irgendwann zu den einen oder anderen Stalos entwickeln konnte, Sichlor natürlich auch. Mhm. Glurak ist dabei vertreten. Okay. Und... Warte. Oh. Zwei noch. Staralili ist tot. Jupp, Staralili ist tot. Wir verkacken hier gerade gegen... Nidoqueen ist bei mir auch im Team vertreten. Nidoqueen? Ja. In meiner Verruten. Warum hast du kein Nidoqueen? Nidoqueen irgendwie besser von. Kannst du Surfer den Blizzard und so ein Kram. Echt krasser Scheiß. Und das kann Nidoqueen nicht? Was ist das für eine Verarsche? Doch, kann Nidoqueen auch. Ah, Nidoqueen ist mehr so verteidigungsgerichtet und Nidoqueen ist. Dieses Dedenne, das. Das aussieht, Alter, das ist ja wirklich so voll. Zeig mal, ja. Was ist das für ein Ding? Und jetzt rate mal, welcher Typ das Ding ist. Das von Aussehen her. Sag mal, was für ein Typ das ist. Wirst du nie drauf kommen. Ich will was sagen. Ich würde sagen Pflanze, aber keine Ahnung. Feuer. Elektrofee. Nein, das ist ja noch Elektro. Oh mein Gott. Elektrofee. Das ist ja wirklich eine Pikachu-Farsche. Ich dachte, soweit so orange ist, vielleicht Feuer. Aber es sieht doch eine. Weil diese Dinger vielleicht aussehen wie Zweige oder so, dass es irgendwie Pflanze ist, aber. Das ist eine richtige Pikachu-Farsche. Das ist eine Pikachu-Mistgeburt, kann man sagen. Nichts gegen die Dedenne-Fans. Ich mag Dedenne auch ein bisschen, aber es ist wirklich eine Pikachu-Verarsche. Der knabbert das doch auf seinen Schwanz rum, oder was ist das auf dem Bild? Das ist sein Schwanz. Hat das Ding eine Weiterentwicklung? Nein. Ja, was für ein Schwanz. Einige dachten ja, wie sie das zum ersten Mal gesehen haben, ist da irgendwie eine Vorentwicklung oder so. Aber Pikachu... Aber da gab es ja schon Pichu. Ach. Und wir haben sie doch noch besiegt. Plinfer wollte ich sagen. Blitzi erlernt. Funkensprung, ja. Und ich würde mal sagen, wir beenden hier den Part, weil wir sind schon bei 19 Minuten und mein YouTube braucht sonst 8 Millionen Jahre, bis es den Part hochgeladen hat. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn es mal wieder heißt, Let's Play Pokémon Platin.